Wir können nach Talon. Wir haben. Lustigerweise, der Berg Drakensang ist jetzt eingezeichnet auf der Map. Ja. Ados Anwesen. Bitte. So, von Talon geht's dann aus weiter zum Anwesen zurück. Ich glaube jetzt nicht, dass sie neue Zauber oder Kampffähigkeiten eingebaut haben. Das wäre, glaube ich, zu viel des Guten gewesen. Aber ja, neue Gegenstände auf jeden Fall, so wie es aussieht. Und dann vielleicht auch neue Gegner und so. Oh. Die Vogtin steht bei uns rum. Beschlossen. Kehrt in euer Anwesen zurück. Ich bin wieder zu Hause. Willkommen zurück in Ferdok. Wir haben bereits von eurem Erfolg gehört. Meine Gratulation. Die Stimme passt ein bisschen nicht zu ihr, aber okay. Vielen Dank, Vogtin, aber ihr seid doch bestimmt nicht nur aus diesem Wie Grund ich hier. sehe, kann man euch nichts vormachen. Es geht noch einmal um die Nicebacks. Sehr interessant, wie kann ich euch Wir helfen? konnten Vitor Nicebeck sowie die meisten Angestellten des Handelshauses ergreifen. Leider sind uns Laris Wackernagel, der Kopf der Schwarzaugen und einige seiner Bandenmitglieder entkommen. Okay. Und ihr möchtet jetzt, dass wir sie ausfindig ma machen und sie euch Genau übergeben? das. Ferdok wäre euch sehr zu Dank verpflichtet, wenn ihr das tun würdet. Die Stimme klingt auch ein bisschen gequält. Habt ihr irgendwelche Anhaltspunkte, wo wir mit unserer Suche beginnen sollen? Untersucht doch noch einmal das Hauptquartier der Schwarzaugen. Vielleicht findet ihr dort Hinweise auf ihren Verbleib. Ja, das könnte Berichtet sein. mir doch bitte über eure Fortschritte. Ihr findet mich in der Grafenresidenz. Das werde ich machen. Zu Diensten? Okay, gut. Wir haben Zeug, das wir erstmal verstauen können. Meint ihr? Können Forgrim erst einmal auffüllen lassen und dann verstauen wir den Überschuss erstmal auch wieder. Auch was Alles Tränke klar. und so angeht. Ein Schwert, ein Ei. Wort. So, Tenops Pfeile können erstmal wieder zu Mein Forgrim und Atem sie weht euch. kann die Kriegspfeile weiter verschießen. Ja, das Seheninstrument kann sie ruhig im Inventar behalten. Lass das mal Vorgrim machen. Überschüssige Folgt ihm. Flammsalbe kann auch. Gladys hat gar keine mehr. Ja, ganz ehrlich, Einbeersäfte packe ich jetzt auch erstmal weg. So, Ausdauertränke, große Heiltränke, ist alles in Ordnung. Bei dir ebenso. Ja, dann kann ich das erstmal wegpacken. Warte, was habe ich eigentlich jetzt hier noch? Oh ja, Schleifsteine. Und so kann auch Das bin ich. Gladys wegpacken. Also hier haben wir Kugeln drin. Spiele. Ja, hier haben wir die Nutzgegenstände. So, das dahin. Das kann alles erstmal noch weg. Große Zaubertränke brauchen wir erstmal auch keine. Ah, und das Antidot kann auch mal weg. Aber wenn wir das jetzt einfach im Kampf hätten benutzen können, als wir so vergiftet waren. So, hier kommen die Ringe rein. Und da solltest du schon mal aufgeräumt sein. Oh, na, deine großen Oh, He fein. deine Auf Heiltränke geht's. sollen nicht weg. Ups. So. Gut.
offen. Verbrecherjagd. Die Vogtindariana hat bei meiner Rückkehr nach Ferdok bereits auf mich gewartet. Ihr Anliegen ist, dass ich Laris Wackernagel und einige seiner Schwarzaugen verfolge und aufspüre. Sie konnten der Stadtwache entkommen. Geh zum Schwarzaugen-Hauptquartier. Dariana hat mir geraten, das Hauptquartier der Schwarzaugen in Fummenshain auf Hinweise zum Verbleib ihres Anführers, Laris Wackernagel, zu untersuchen. Ich sollte mich doch einmal gründlich umsehen. Kätzchen ist auch unterwegs. Oh, aber Hakorium ist nicht mehr hier. Gut. Jetzt haben wir noch hier Zutaten. Also Drachenblut. Kommt hier rein. Ich glaube, ich müsste irgendwann mal Auralia mitnehmen, damit... Warum musste das Schicksal nur so grausam zu uns sein? Alle philosophieren hier rum. So, Edelsteine, Sandstein und Diamantstaub hier rein. Und jetzt noch die Harpienfedern. Ja, dann können wir unser Anwesen verlassen. Und uns nach Fuhrmannsheim aufmachen. Jetzt wächst hier sogar Oglinwurz. Ist das neu? Also kommt das durch die Mod oder war Oglinwurz schon immer dort? Weil Oglinwurz ist eigentlich sehr selten. Auf jeden Fall wächst ziemlich viel so eitrige Krötenschäbel, die sind klar. Gut, Feuermoos wächst natürlich. Ich habe nichts gesagt. Hier wächst sogar Feuermoos. Da wächst Zunderschwamm. Hier wächst jetzt so gut wie alles. So, hat sich hier unten noch was geändert? Also abgesehen davon, dass unser Wühlschrat fleißig gewühlt hat. Aber das haben wir ja schon gesehen gehabt. Könnte ja sein, dass sie in der Easter Egg Kammer noch was versteckt haben, Neues. Aber hier ist nur die Truhe mit... Ja, den drei Sachen. Hier oben ist nichts mehr. Bin halt auch echt mal gespannt, wie diese Mod sich ausgehen wird mit neuen Gebieten und so. Weil das wäre schon echt viel Arbeit, neue Gebiete und so einzubauen. Ich habe eher so das Gefühl, sie tun einfach die alten Gebiete wiederverwerten und neue Story reinbringen. Aber ich lasse mich überraschen. So, dann mal raus in die auf den Praios-Platz. So. Unser Anwesen sieht sehr ansehnlich aus. Der Drachenkopf hängt. Pferd ist gesattelt. Das heißt jetzt nach Fuhrmannsheim. Grafenstadt. Hafen Fuhrmannsheim ist da die Straße runter gewesen. Der Acceleratus hebt immer noch.
der Bootshändler steht jetzt hier rum. Warum steht der Boots? Oh, ich komme da gar nicht hin, wirklich, hä? Muss ich gleich nochmal zurückgehen und gucken, was das mit dem Bootshändler da war. Also ja, da oben komme ich gar nicht hin, wo der Bootshändler stehen sollte. Hier steht nur Spieß Effing rum. Da steht, glaube ich, eine neue Händlerin rum. Gucken wir uns das erstmal an. Ein paar NPCs sollte man sich schon nochmal ansehen. Aber ja, an den Stand kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern. Mit der Zwergin. Angrosch zum Gruße. Wie kann ich euch behilflich sein? Ich würde gerne einen Blick auf den Waren werfen. Wolfsfell, Wildschweinfell, Eibenholz, Ulmholz, aber ein paar nette Sachen gibt's hier. Wir denken uns ein neues. Ja, genau. Okay, das ist neu. Komm später nochmal vorbei. Dann werdet ihr schon sehen. Ja, das merkt man auch am Vertonten. Oh, Salinas Bruder ist jetzt weg hier. Und irgendwer fehlt doch gerade. Mein Atem geht ruhig. Wenn danach, warum bleibst du da hinten hängen? Tanzbär Zottel. Also ja, Salinas Bruder ist auch mittlerweile weg. Wir könnten den... Komm, gehen wir mal kurz in den Hesinde-Tempel, bevor wir mit der Main-Quest weitermachen. Ob es da auch was Neues gibt. Tretet ruhig ein. Die Tür ist nicht verschlossen. Okay, das ist auch ein neuer Dialog. Jedenfalls klingt er neu. Und da stürzt das Spiel ab. Ich hätte dran denken sollen. Also ja, ihr habt jetzt Black Screen, kurzen Moment, bis ich das Spiel wieder gestartet habe. Ich hätte dran denken sollen, im Hesinde-Tempel stürzt gerne das Spiel ab. So, jetzt habt ihr wieder. Und unser Quicksave war in Morolosh. Okay. Gut, das heißt, wir gehen direkt nach Fuhrmannsheim, sobald wir in unserem Anwesen angekommen sind. Also wir räumen auf, gehen nach Fuhrmannsheim direkt. Und ja, denken wir mal dran, wenn wir den Hesinde-Tempel betreten wollen, dass wir vorher einen Quicksave machen.